So, auf ein neues, neue Folge. Wunderschönes Wetter. Zu wild. Kleines Update zum 7er. Blinky blinkt nicht mehr. Wenn man jetzt die Türe aufmacht, ist es aktuell so, der Alarm ist nicht mehr an, quasi ist abgehakt im Steuergerät. Der Wagen soll keinen Alarm mehr melden in Form von Blinken der Blinker. Was ich euch auch zeigen wollte, ich habe schon begonnen, alles auseinanderzunehmen und habe hier vorne, das Gerät ist für den Funk, hier FZW, Funkzentralverriegelung, zuständig. Ich habe das Ding mal neu bestellt, ja, neu gebraucht, eher gesagt, und bin mal gespannt, ob sich dann auch was mit dem Funkschlüssel tut, weil der funktioniert aktuell noch nicht. Ich brauche hier mein Werkzeug, weil heute geht es nicht um den 7er. Heute geht es um die C-Klasse. Ich habe den Wagen auch über die Auffahrt bekommen. Mit Hilfe dieser Schiene, ich habe die einfach unter die Räder gepackt und quasi über die Schiene den Wagen aufgebockt und dann über den Hügel gefahren. So, ihr wisst ja, dass das C-Klasse-Projekt ein kleines Low-Budget-Projekt ist. Deswegen werde ich heute alles nur verbauen, was ich schon habe. Und zwar hatte ich noch einen Subwoofer und jede Menge Autoradios. Wir werden dann erstmal so eins einbauen. Vielleicht finde ich eins, was ein bisschen dem Original, das ist das Originalradio, nahe kommt, auch von der Beleuchtung her und von den Tasten her. Ich glaube, da gibt es von Continental oder irgendwie sowas hieß die Marke, ein Radio, was dem ähnlich ist, aber wichtig ist, dass das Ding auf der Rückseite einen Cinch-Eingang hat. Hat dieses hier nicht, deswegen muss ich das entfernen. Hier kommen so Stifte rein, dann kann man das rausziehen. Das ist eine Bassbox. Die Bassbox ist aktiv. Was bedeutet das? Also, es gibt normalerweise das System Autoradio, Verstärker, Subwoofer. Hier haben wir jetzt ein System, wo der Verstärker in den Subwoofer integriert ist. Man kann hier direkt alles anschließen an der Kiste, hat nicht nochmal extern einen Verstärker. Ja, Nachteil ist, diese aktiven Versionen, gerade wenn sie günstig sind, sind nicht so leistungsstark. Wenn man da richtig Rums haben möchte, muss man sich schon einen vernünftigen Verstärker besorgen und auch eine vernünftige Basskiste. Sowas hatte ich hier noch rumliegen. Ich weiß gar nicht, ob das hier eine Marke ist. El Capone K. 10 Zoll aktiv Subwoofer. Alles oder nichts. Das ist das Gesetz. Was ich auch mitgemacht habe, ist die Antenne. Ihr wisst ja, die hing ja so weit raus. Jetzt ist die zwar manuell, aber ich kann sie wieder reinfahren und hier drin verschwinden lassen. Diese ganze Geschichte gab es für 10 Euro oder 12 Euro im Internet. So, Kofferraum ist eigentlich recht geräumig. Wer Lederausstattungsvideo verfolgt hat, hat gesehen, dass ich die Kabel auch schon gelegt habe. Und zwar haben wir einmal das Cinch-Kabel. Das muss bis nach ganz vorne. Verwendet lieber ein doppelt isoliertes Kabel, da gibt es spezielle für. Und einmal Remote. Was ist Remote? Remote bedeutet, wenn du den Wagen zündest, das heißt, wenn der Wagen Zündung bekommt und Strom bekommt und du den Wagen startest, dann gibt dieses Remote-Kabel-Signal dem Verstärker hinten das Signal, dass er angehen soll. Weil sonst, wenn man Remote nicht hätte und man würde das auf Plus verkabeln, würde das permanent an sein und deine Batterie wäre über Nacht einfach ruckzuck leer. Deswegen hat man das mit Remote gemacht. So ein Verstärker funktioniert dann nur auf Remote. Hat eine extra Belegung, zeige ich euch mal. Und zwar haben wir einmal Masse, Plus und Remote. Und erst wenn Remote Saft bekommt, geht Plus an und dann läuft das Ding. Also so die Technik. Deswegen ein dünnes Kabel für Remote und einmal das Cinch-Kabel. Mein großer Vorteil bei diesem Auto ist, die Batterie ist direkt im Kofferraum. Normalerweise, ihr kennt es ja, derjenige, der das schon mal gemacht hat an einem Wagen, ihr müsstet ja quasi theoretisch von ganz vorne Plus bis nach ganz hinten legen. Können wir uns hier sparen, weil wir haben die Batterie direkt hinten. Hier habe ich noch ein Pluskabel gefunden und einmal was für Masse. Masse, ganz wichtig,
hier Masse, muss irgendwo an die Karosse. Hier ist das Massekabel von der Batterie, das geht auch an die Karosse. Ich werde wahrscheinlich dann mich hier dranhängen und plus werde ich an die Batterie hängen. So, der Schacht, ich habe das Radio hier rausgeholt. Das ist eigentlich hier die DIN-Norm für Autoradios, einmal für die Verkabelung Sound und einmal für die Verkabelung Strom. Das ist eigentlich so der gängigste Stecker. Da haben wir schon mal den Vorteil, dass wir nichts überbrücken müssen. Manche PKWs haben einen speziellen Stecker, da muss man sich einen Adapter kaufen. Dann haben wir einmal Radio. Schacht ist relativ groß, das passt soweit. Ich habe hier vorne die Kabel, die habe ich da unten drunter reingefummelt. Ein bisschen tricky bei dem Wagen. Dann zeige ich euch mal das Autoradio. Ich habe mehrere Autoradios. Einmal hier so ein Kenwood, das leuchtet rot, das passt auch nicht, das leuchtet lila. Und das hier leuchtet weiß, das J, das GVC. Das kommt der Mercedes-Beleuchtung am nächsten. Deswegen werde ich das hier verwenden. Was wir hier nicht haben, ist, was ich auf jeden Fall noch adaptieren muss, ist, ja, es gibt zwei verschiedene Antennenanschlüsse. Einmal sowas, dann ist hier vorne so ein Docht dran, da steckt man es drauf. Oder einmal so, hier ist ein Docht dran und da steckt man es da rein. Und man müsste es quasi einmal überbrücken hier, damit man natürlich auch Radio hat. So, die Stecker passen 1:1. So sehen die aus. Strom, Sound. Das kann man ineinander stecken. Dann kommt hier das Cinch-Kabel drauf. Und dann kommt auch noch so, und dann kommt irgendwo hier. Bei dem blauen Kabel hier ist Remote. Ich werde das Ganze jetzt einmal verkabeln und dann gehen wir nochmal ganz grob auf die Kabel ein, dass jeder das auch verstanden hat. Ich weiß, der eine oder andere hat das schon 1000 Mal gemacht. Ich habe es selber auch schon 1000 Mal gemacht. Ich liebe eigentlich auch so Fummelarbeiten. Aber es gibt natürlich auch den einen oder anderen, der ein bisschen jünger ist, der das noch nicht so drauf hat, der das auch ein bisschen checken möchte, wie funktioniert was. Und deswegen erklären wir es hier. Dann würde ich sagen, gib mir mal eine Minute und dann sehen wir uns im nächsten Augenblick. Nice. So, meine Friends, ich habe bewusst dieses Radio gewählt, weil es vom Licht her eigentlich am besten passt. Ich muss noch ein bisschen aufpassen mit Gamer, YouTube, Musik und sowas. Ein Mädchen kommt von hinten und zieht dir dann am Zopf. Ein anderes Mädchen filmt. Remote ist soweit angeschlossen. Change ist soweit angeschlossen. Das Radio sitzt auch. Ich sag mal, ich muss sagen, ich habe so ein bisschen hier an den Einstellungen gefummelt. So eine Chose wie Subwoofer und Verstärker in einem, also ein aktiver Subwoofer. Ja, der bringt nicht so viel Leistung. Gerade auch, wenn man eine durchgehende Rückwand hat. Es gibt ja auch noch die C-Klasse mit geteilter Rückbank. Da ist das offen. Hier müsste man das quasi mal richtig rausflexen, damit es auch richtig Bass gibt. Ich zeige euch jetzt den Kofferraum. Hier vorne ist alles klar, Radio ist verbaut. So. Also, wenn man so den Kofferraum sieht, hier die Kabel, die könnte man noch ein bisschen verschwinden lassen nach oben. Oder man setzt den so. Ihr wisst, was ich meine. Es ist jetzt kein Profi-Einbau. Unter dem Subwoofer kann man auch mal doppelseitiges legen oder ein Klett, damit der nicht so hin und her rutscht. Cinch plus minus Remote. Jetzt lasst euch nicht beirren. Normalerweise hat Masse natürlich eine andere Farbe, aber ich habe es jetzt aufgrund der Länge. Ich hatte hier noch ein Massekabel, kann ich euch zeigen. Das war natürlich A kurz. Der Anlage ist das scheißegal, was das für eine Farbe ist. Du bist mir scheißegal. Hier, da wo die Masse auch von der Batterie ist, habe ich Masse abgezweigt. Theoretisch, wenn ihr sowas nicht findet, könntet ihr auch das hier blank kratzen. Schraube rein und gib ihm. Das war so, das wäre so die Oldschool-Variante. Ja, hier vorne ganz sauber mit einem Kabelschuh und Abisolierung natürlich. Plus gelegt. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Kabel genommen, als ich bräuchte. Theoretisch hätte man das Ganze ausmessen können. Und hätte da weniger Kabel gehabt, aber so vollkommen okay. Machen wir den Boden wieder richtig.
Ich weiß gar nicht, wie das jetzt rüberkommt. Also in live brummt er ordentlich für die Größe. Aber wie schon gesagt, hinten die Rückbank ist zu. Deswegen gibt es da nur eine begrenzte Möglichkeit an Bässen. So, soweit ist alles eingebaut. Klar wird man das ein oder andere noch mit Einstellungen im Equalizing-Bereich, Fader-Bereich. Das heißt, man kann übers Radio auch bestimmen, okay, der Sound mehr vorne, mehr hinten. Links, rechts macht keinen Sinn. Jeder macht das natürlich mittig. Und dann ein bisschen mehr Bass, bisschen mehr Mitte, bisschen mehr Höhe. Das kann man alles einstellen über so ein eigentlich einigermaßen gutes Radio. Das GVC hat es auf jeden Fall. Das Originalradio hat es so nicht. Ich hätte gerne Original benutzt, weil es von der Optik her viel besser ist. Es gibt sicherlich auch Nachbauten. Frage ist, gibt es eins mit Cinch? Schreibt es gerne rein in die Kommentare. Schreibt sowieso gerne mal rein. Habt ihr eine Anlage im Auto? Fährt ihr Original? Wie steht ihr zu dem Thema? Dieses kleine Zusatzfeature wertet das so ein bisschen auch auf. Hier in der C-Klasse finde ich. Es macht ein bisschen mehr Spaß, damit rumzufahren. Und ja, vielleicht hat der ein oder andere auch was gelernt. Ich weiß nicht, wie bewandert ihr seid mit Anlagen einbauen. Das waren so die Basics heute. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Abonniert doch den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. So verpasst ihr kein Video. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, aktiviert die Glocke, kommentiert dieses Video. Und für den Algorithmus wären Daumen super. Also, ist für den nächsten Video. Packen wir Felgen auf die C-Klasse. Habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Peace out. When my friends go, it was simple. When there is no, switch the tempo. I got right, I got heart, I won't die, I'ma fight. I go down, bet I strike, I go hard day and night. Yeah, I go hard day and night.